So sieht es aus. Das neue Mannschaftsfoto des VfB Lübeck. Aber wie entsteht so ein Foto eigentlich? Wir waren mit der Kamera beim Pressetermin dabei. Und der beginnt für die Spieler erstmal mit dem Einkleiden. Raus aus den Straßen und rein in die Fußballschuhe. Während sich die Kicker in den Katakomben des Stadions an der Lohmühle die Schuhe zubinden, heißt es für die Fotografen auf dem Rasen warten. Moin, moin. Nach und nach sammeln sich dann immer mehr Jungs in grünen Trikots auf dem Spielfeld. Und dann geht es auch schon los. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Schließlich hat es pünktlich zum Fotoshooting angefangen zu regnen. Aufgereiht nach Trikotnummern werden jetzt erstmal Porträts von den Jungs gemacht. Fühlt sich das nicht komisch an, von den Fotografen so abgeschossen zu werden? Ich finde, das ist was Schönes so. Wir spielen in der vierten Liga und wenn da, sag ich mal, noch so viel Medienpräsenz da ist, zeigt das einfach, ne, bei was für einem Traditionsverein wir spielen dürfen. Und klar, macht einer stolz, sag ich mal, bei solchen Terminen auch im Fokus zu stehen. Heißt natürlich auch, dass man dann ein bisschen Leistung bringen muss. Weiter geht's mit dem Mannschaftsfoto. Wo bin ich? Wer steht nochmal wo? Nochmal schnell umdekorieren. Und dann heißt es auch schon: Achtung, bitte einmal hier jetzt zu mir gucken. Und wie sich das gehört, wird hinterher natürlich gemeinschaftlich alles wieder aufgeräumt.